So, wir sind aus Mombos Mountain raus. Dann klettern wir hier hoch. Mit der Ameise haben wir nämlich jetzt die Fähigkeit, da hoch zu klettern. Und wir holen uns dieses Puzzleteil. So. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, wenn wir da weitergehen. Dann, lässt der Zauber langsam nach. Mombo Magie gleich am Ende. Bär drehen um oder Zauber kaputt. Alles klar. Gehen wir weiter. Zauber kaputt. Zauber alle. Benjo wieder Bär. Der Mann bringt's auf den Punkt. So. Und dementsprechend haben wir unseren ersten Teil erledigt. So, jetzt auch mal so ein Beispiel, wofür ihr diese Noten braucht. Und zwar haben wir hier eine 50-Noten-Tür. Ja, erstmal hier das Zeug aufsammeln. Geöffnet ist die Tür. Zur Welt habt ihr Angst und... Ach, komm, Bruder. Oma, lass mal. Diese Tür hat Gruntilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mache sie auf, Opa. Sei nicht so frech. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir denn? Alter, der auch die Quantenphysiker-Frage. Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Das heißt, 50 brauchen wir, 100 haben wir. We go in. Juhu. So, willkommen im Yammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Die Alte hält sich auch für scheißlustig. So. Das ist unser nächster Level. Das ist die Treasure Trove Cove. Bewege den rechten Stick nach unten, um Teile zu entfernen, die du bereits abgelegt hast. Sobald das Bild vollständig ist, bleiben alle Teile permanent an ihrer Position. Wir wollen ja auch nichts mehr rausholen, ne? So, jetzt geht das Ding auf. Treasure Trove Cove. So, ich zeige euch auch nochmal was anderes. Das brauchen wir aber erst später, weil diese Höhle, in der wir uns da bewegen, wo die ganzen Levels sind, die ist relativ groß, muss man sagen. Und später müsst ihr euch da teleportieren können. Da haben wir auch noch einen Mumbo-Schädel. Das ist sehr schön. Oh, warte mal, da ist doch noch ein Ei. Jawohl. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farben, um eine Abkürzung zu schaffen. Alles klar. Also, ihr müsst zwei solche Dinger finden. Und dann könnt ihr euch teleportieren an den anderen Kessel. Weiß jetzt nicht, ob ich es so gut erklärt habe. So. Wir müssen aber, um in den zweiten Level zu kommen, erstmal hier rein. So. Scheiße. Das ist Schmutz. So, da gehen wir erstmal hier hin. Und ihr hört es vielleicht schon an der Musik. Wir kommen in Treasure Trove Cove. Gab es hier nicht hinter der Kiste irgendwas? Oder habe ich mir das jetzt wieder eingebildet? Ja, wahrscheinlich wieder Einbildung. Man kennt ihn. Ja, nee, da gab es gar nichts. So. Hier könnt ihr euch nochmal auffüllen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sag ich willkommen in Treasure Trove Cove. So, ihr geht hier erstmal. Ahoi, willkommen an der Treasure Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. So. Leute, hier müsst ihr euch beeilen. Da ist ein Hai am Start. Bruder! Du musst mal chillen. Also, der tut euch nur weh. Der zieht euch halt ein so ein Ding ab, ne? Also, blauer Ginger, let's do this. That's number one. Schnell, bevor der Hai kommt. Wow, Bro! Hat mich erwischt. Fast einen Herzinfarkt gekriegt. So. Könnt hier schön an den Palmen hochklettern. Hier gibt es viele Sachen. Diese roten Federn, was man damit machen kann, hat was mit den Moves hier zu tun. Ich bin eine rote Fee. Wenn Kazooie fliegen gelernt hat, werde ich hier dabei helfen. So, das ist der Typ. Hier müssen wir erstmal aufs Maul hauen. Das ist Nipperstrand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir ja sehen. Krustenhirn. Diesem frechen Vogel sollte man die Flügel stutzen. Ach ja, versuch's doch.
Okay, Bro. Oh, Alter. Wir müssen mal chillen mit dem da. Hier. Autsch. Das hat wehgetan. Hier, gleich nochmal. Und du bist... Sehr schön. Und wir gehen da rein. Gehen da rein, Freunde. Jetzt erstmal Noten. So. Willkommen im Schneckenhaus. Oh, Bruder, chill mal jetzt. So, erstmal die zwei Waben mitnehmen. Wir haben ein bisschen was abgekriegt. Und da, wie ihr seht, ist Number One. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, mit Eiern sind wir auch bald auf Cap. Also können wir insgesamt 100 tragen. Wie gesagt, mit dem da seid ihr relativ schnell. Empfehle ich euch, so ein bisschen durch die Welten so zu heizen. Normal mit dem Banjo zu laufen ist ein bisschen... Ja. Da habt ihr einen Mumbus-Schädel. Ihr braucht in dieser Welt tatsächlich keine Mumbus-Schädel. Aber sammelt sie bitte trotzdem. Ihr braucht in den anderen Welten dann halt eben mehr. Ganz wichtig. Auch hier, ich empfehle euch, ihr könnt im Moment 50 solche Federn tragen. Holt sie euch. So, hier mal reinschauen. Was hat der Kollege da für uns? Oh, was jetzt? Really? Eier, oder? Jawohl. War nur Eier, also nichts Wichtiges. So. Hier seht ihr auch viele Noten. Ihr vorhin was erzählt, von wegen sammelt ihr die Federn ein und macht selber nicht. Lost. So. Aber Noten gehen vor. Also Noten sind somit die wichtigsten Sachen, die ihr finden könnt, Freunde. So. Da haben wir auch nochmal ein paar Noten. Hier sind nochmal 4 Stück. So. Da haben wir nochmal 4. Jawohl. Da oben heult jemand. Das schauen wir uns an. Aber erstmal ein paar Noten abgreifen, Freunde. Hier können wir jetzt schon mal einen Move lernen. Und zwar den hier. Hey, Hühnerbein. Das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na, endlich. Wurde aber auch Zeit, Würmerfreund. Es ist so leicht... Sogar du, Vogelhirn, wirst das können. Stell dich auf eine blaue Flugplatte und drücke die A-Taste. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Danke, Bro. Können wir mal brauchen. So, was haben wir hier? Das ist doch ein Ginger. So, weitere Noten. Und dann bringen wir mal den Kollegen da unten da. Was immer das Problem ist, warum er rumheult. Hey, was geht ab, Bro? Ahoi, ihr Landratten. Ich bin Captain Blubber. Captain Blubber, Entschuldigung. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf diese Sandbank auflief. Na, dann musst du ihn jetzt wohl suchen, Blubberboy. Ich würde ja, aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebären nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. So, ihr knallt das Ding hier auf. Geht ihr als erstes rein. Hier schön untertauchen. Ihr müsst so eine Art Goldbahn finden. Seht ihr das da? Hier, das da? Das da? Jawohl. Jawohl. Gibt's 2 Stück. Ahoi, ihr beiden. Ich bin Captain Blubbers sagenhafter Schatz. Captain Blubber, Alter. Bester Name. So, da habt ihr noch einen Mumbus-Schädel. Den holt ihr euch natürlich selbstverständlich auch. Aber das dachtet ihr euch schon. Igambogam. So, ihr geht dann wieder raus hier. Ihr kommt an den anderen anders ran. Das zeige ich euch aber sofort. Hier draus. Jawohl. So, hier rein. Nicht an den. Voll lost. Hier, in diese Öffnung.
Auch wieder eigentlich relativ simpel, ist das gleiche. Ihr sammelt alle Noten ein, was uns zu 49 Stück bringt. Und dann hier, zack. So, das war's eigentlich schon. Jetzt gehen wir zu dem rülpsenden Nilpferd zurück und bringen ihm seinen Schatz zurück und er wird mega happy sein. Aber Bruder, jetzt chill, Alter, stell dich halt nicht so blöd an. Ist ja unglaublich, was du da machst. Boing. So, auf geht's. Wir gehen hier hoch und dann gehen wir zu ihm. Servus, wir haben deinen Shit gefunden. Zack. Zack. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt dies als Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich. Reich. Ja, das, der hat die Moves. Der hat die Moves, der Junge. Alright. Das ist Number 2, oder? Absolut, Bro. Absolut. So. Es geht weiter durch die Treasure Trove Cove. So. Servus. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimmt Kazooie das in die Hand? Ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halte die A-Taste gedrückt. Wunderbar, das waren alle Moves, die ihr hier lernen konntet. Alright, also diese grüne Sprungplatte, ich zeige euch das mal. Ihr springt hier, ihr haltet A gedrückt und dann macht ihr einen Riesensprung und holt euch auch gleich mal den. Selbstverständlich. So, ich zeige euch jetzt mal was. Den hier müsst ihr irgendwie stopfen. Warte mal, wie ging das nochmal? Nee, so nicht. Ich glaube mit Kreis, oder? Ja. So. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Also. Wichtig. Werdet jetzt auch gleich sehen, warum. Erstmal hier die Noten einsammeln. Habt ihr nochmal 5 Stück? 54, also 54 Stück. Und wir gehen rein. Also, dieses Rätsel ist relativ simpel. Hey, du Pelzknäuel, löse mein Rätsel. Hier erstmal Noten und du gewinnst einen Preis. Da, 4 Stück. Sehr schön. Das Rätsel ist simpel, es steht hier an der Wand. Gib bitte ein Banjo und Kazooie. Also, schauen wir mal, wo ist hier das B? Da ist das B. Macht eine Stampfattacke, ihr habt 100 Sekunden Zeit für den Spaß. Da ist es doch, blinder, du. Blinder Kerl. Da ist das J. Da ist das O. Und das K. K, 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 K. Da. Ein A. Ein Z habe ich hier auf der linken Seite vorhin gesehen. Jawohl. Doppel-O und ein I-E. O? O? Wo ist O? Da ist O. Ein I und ein E. Lasst euch von ihm nicht umnieten. Just bring it, bitch. What the hell? Na, egal. Sind wir wieder voll und ihr jumpt hier hin. Schön. 3 von 10. Läuft doch bei uns, Leute. Noten, habt ihr gesehen, haben wir auch schon relativ viele. Da hinten seht ihr es vielleicht schon. Ja, Leute, ich weiß, ich bin total crazy, aber ich muss... Ah, Bär und Strauß im Wasserbad. Oh, Bruder. Aha, warst du langsam, du Schmutz. Komm, verschwind. Ah, ihr seht ihn wahrscheinlich schon, den Mumbo-Schädel. Ja, jetzt spawnen die den vor mir, Bruder. Zieh durch. So, sind wir wieder bei 5 Schädel. Läuft doch bei uns, meine Freunde. Wir schon mal rein, dass die Kisten hier für uns parat haben. Noten natürlich. Sehr schön.
Schauen, was hier so geht. Federn. So. Wir ziehen mal durch. So, da haben wir weitere 4 Noten für euch. Und jump over. So, wir klimmen den Turm. Oh. So, hier müsst ihr was tun. Passt auf, ich zeig's euch. Ihr macht hier eine Stampfattacke drauf. Und dann müsst ihr fliegen. Du brauchst halt rote Federn. Dann steigt ihr eben auf. Wir machen aber erstmal dieses Ding. Ich weiß, ich habe einen Jinjo gesehen. Den habe ich alles gesehen, Leute. Alles cool. So, dann macht ihr hier einmal eine Stampfattacke drauf. Es gibt hier kein Zeitlimit, das kann ich euch schon mal verraten. Also könnt ihr alles entspannt machen. Hier gar keinen Stress. Und dann einmal hier. Bam, Junge! Wunderbar! Und dann auch hier nochmal. Und da hinten haben wir die letzte, glaube ich. Ich muss aber hier nochmal ein bisschen an Höhe aufbauen. Oha, bester Schuss. Wir sind hier aber noch nicht fertig, so viel darf ich euch sagen. Jetzt zeigt es euch hier ein Fragezeichen an. Und diese Kiste, also der Schatz behauptet, dass wir das niemals finden. Hier nur ein kleiner Tipp, ist gleich direkt daneben. Also ist nicht sonderlich schwer, Freunde. Das heißt, ihr fliegt einfach nur hier rüber. Von mir aus könnt ihr auch das hier machen. Da gab es sogar ein extra Wabe dafür. Und dann, it's Puzzle Time. Ja, was war denn da? Jawohl. Very nice. 4 of 5. Alter, wie viele Waben liegen hier rum? Was geht ab? So, ich zeige euch jetzt dann mal, wie wir das machen. Doing, doing, doing. What the fuck, Alter? Alter, jumpt die da hoch? Was geht bei dem Viech ab, Mann? Hat auch noch nicht erlebt. Oppo Angel, stell mal jetzt nicht so an. Danke. Also, trainieren wir gleich mal ein bisschen hier diesen Endsprung hier. Wir gehen aber nochmal rüber. Zeige ich euch dann auch gleich warum. Wir müssen da hinten erstmal unseren Jinjo-Kollegen holen. Whee! What? Oh, das ist nicht dein Ernst, Bruder! So, auf geht's. Nochmal probieren wir das. Aber jetzt, Junge. Und da ist Jinjo. Dann könnt ihr das auch hier so gleich nutzen und direkt darüber gehen. Die Federn holen wir uns kurz. So wieder auf Caps hin. Ihr müsst übrigens hier... Ey, Lost, beinahe nicht verkackt. Ihr müsst dafür das Ding natürlich nicht benutzen. Das ist ja direkt daneben. So, und dann haben wir die nächsten Puzzleteile. 5 of 10. So, ich zeige euch jetzt wohl... Oder jetzt muss ich dann aber los. So, da haben wir schon mal eine Wabe. Wir laden mal schnell unsere Energie auf. Geht aber ratzfatz. Ist das, glaube ich, auch schon erledigt. Jawohl. Auf geht's, Kazooie. Wir ziehen durch. Ja, komm. Chill mal. Chill mal, Bro. Alter, wer mich fressen, der Schmutz! Bruder, chill!
Den Mumbo-Schädel holen wir uns später. Zeige ich euch dann auch wie. Erstmal hier durch. Da sind wir bei 80. Läuft doch, läuft doch. So, dann haben wir hier. Auri! Das meine ich. Zwei Stück ist immer gut. Aua. Aber ja, so könnt ihr das auch machen. Nicht dein Ernst, Kollege. Also, das ist jetzt schon ziemlich schlecht. Und spring drauf, damit sich der Hai wieder beruhigt. Ey, ey. Echt Wahnsinn. Willst du mich gerade verarschen, Kollege? Geil. Frag mich nicht, wie ich da rüberkomme, Leute. Wahrscheinlich ganz normal. Nö. Also so geht's nicht. Das kann ich euch schon mal garantieren. Hm, er schwimmt mit einer Seelenruhe. Haie, was ist das? Also, ihr macht das eigentlich ja irgendwie so. Aber hey, jetzt mal ohne Schmarrn, das muss doch gehen. Kann doch gerade nicht sein. Ja, endlich. Jawohl, Alter. Das war eine schwere Geburt. So, 6 von 10, Freunde. Sorry, dass ich mich hier maximal blöd angestellt habe. Und hier nochmal 4 Federn, aber ich glaube, wir sind schon auf Cap. Ja, wir sind schon auf Cap. Jump it up, man. Bruder, 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 chill. Waren wir auch schon drin. Haben uns die zwei Schädel geholt. So, da haben wir auch noch ein Puzzleteil. So, da hinten haben wir einen Jinjo, Freunde. Jinjo. Geh, Bruder. Vorsicht, ganz langsam. Einer fehlt uns noch, und zwar der gelbe. Alright. Extra Leben ist immer gut. Jawohl, jawohl. 91 von 100. Wie ihr seht, es läuft. Hier ist noch ein Mumbo-Schädel, wenn ich mich nicht täusche. So. Da glaube ich, habe ich aber schon geholt, oder? Ja. So, wir gehen nochmal aufs Schiff. Ich zeige euch was. Haben wir übersehen. Klettert hier hoch. Holt euch den Kollegen. Und dann fliegen wir mal eine Runde. So nicht. So nicht. So nicht, Brudi. Passt auf. Ihr fliegt hier rüber. Da kommt Bubble Net, Junge. That's 8 of 10. Da holen wir uns noch ein
Ja, genau, Bruder, was machst du denn jetzt? Sehr schön. So, wir müssen wieder an Land, und zwar in die Richtung. Er will mich erwischen. Wir müssen nämlich nochmal an Land, weil wir jetzt hier hoch müssen. Wir jumpen hier wieder hoch. Und dann gehen wir hier rüber. Jawohl, 92 von 100. Wow, was machst du eigentlich? Bist du komplett lost oder was? So, hier findet ihr Eier. Ihr könnt euch auch noch mal ein bisschen umgucken. Schöne Aussicht aufs Meer. Sieht wunderschön aus. So, da drüben habt ihr Nummer den letzten Jinjo. Meine Freunde, Alter, Bruder. Number 5. Hier wurde ein Spielerbild verlieren, du Glückspilz. Was auch immer das ist, alles klar. Also wie gesagt, hier waren wir ja jetzt am Start, ne? Also ihr müsst jetzt dann hier hoch. Dann geht ihr hier hin. Könnt außen rumgehen. Ihr hättet auch hier eine Abkürzung nehmen können, ne? Ist gar keine Frage. Aber wir wollen ja Noten. Deswegen sind wir jetzt bei 95. Meine Freunde. Das war ein Jump. Nice Jump. So. Dann geht ihr mal hier hinter. Da habt ihr den Hexenschalter, Freunde. Ja, auch vorhin schon. Ne, wisst ihr Bescheid? So, dann haut er die Tür hier auf. Ah, warte mal. Ich glaube, ihr müsst dafür mit dem Kazooie jumpen und zack. Mumbo-Schädel natürlich am Start. Und die letzten Noten. Ach, hier. Passt. Dann einmal hier hoch. Das ist Nummer 10. Puzzleteil Nummer 10. So, das ist schon mal gut. Uns fehlt aber noch eine Sache, und zwar die Honigwabe. Die suchen wir uns jetzt auch noch. So, ich weiß, das ist komplett crazy, aber ja, wir sind ja jetzt so mit ziemlich am höchsten Punkt überhaupt. Das war ganz, ganz schlecht. Sorry. Aua. Ist egal. Da unten sind Bienenwaben. So. So kommt er relativ schnell runter. Und seid wieder voll aufgeladen. Da unten übrigens ist sie. Seht ihr die? Also, ihr geht hier rum. Und dann haben wir... Oh, Bruder! Jetzt aber durchziehen. So. Und das war's auch schon wieder. Das war's. Wir checken nochmal die Statistik, dass ich nichts vergessen habe. Ich erzähle euch hier Geschichten und wir haben alles. 100 Noten. 10 Puzzleteile. 2. Bienenwaben. Boah, Bruder. So, jetzt. So. Und wir gehen da rein. Und das war's mit der Treasure Trove Cove. Eins zeige ich euch noch. Nicht vergessen, ihr geht hier hoch. Wir haben ja vorhin was gemacht. Und zwar mit dem Hexenschalter. Ja, ja, Oma, komm, erzähl nur. Oh, servus. Uhu. So, ihr sammelt euch die Federn hier ein. Ihr jumpt hier hoch. Und holt euch dieses Puzzleteil. So, sehr schön.